So, liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Daniel Schons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Daniel Schons, der Abenteurer, oder Captain America, Justus der Abenteurer, und das ist der Transformer Bumblebee Sport Quad Suzuki LZ400, Baujahr 2007 mit Vergaser. Das ist die neue Ritzle. Und jetzt versuchen wir diesmal perfekter auf der Autobahn zu fahren. Ein bisschen nach Biberit, dann fahre ich zurück nach Würzburg, weil, naja, Wetter schaut nicht so toll aus da hinten. Deswegen, ja, und muss euch noch sagen, dass sein Kumpel abgesagt hat heute. Der muss arbeiten, Spätschicht, deswegen gehen wir erst morgens am Fort nach Frankfurt oder sowas. Da fährt er. So, dann steigt man auf den Quad drauf. Und dann testen wir mit der Autobahn nochmal. Und testen die Gänge. Müssen wir Licht anschalten. Hast du mich irgendwann kommt, sie, 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 sie,
Glaub mir, Hans, jetzt reißt mir die Geduldsader aber endgültig. Leute, als ihr gesehen habt, erster Gang 51, also 50 bergauf, rüber geht 51, zweiter Gang 76, 77, so, dritter Gang 100 km/h, 100, 300, 4 oder sowas, vierter Gang ist im Autobahn gefahren, vierter Gang, habt ihr gesehen, 120, 121, der fünfte Gang, man kommt da nicht vorwärts, da fehlt irgendwie, zieht ja nicht so. So wie bei einem Tesla, wenn der Tesla 100, das total beschleunigt er auch, aber wenn er 130 fährt oder 120, dann zieht er immer so richtig, so wie es kommt. Vielleicht fehlt da noch so eine Kraft, vielleicht müsste man noch den Auspuff hier komplett hier sportlich machen, dann riecht er den restlichen Druck noch drauf. Dann zieht er dann auch wahrscheinlich auch in einem fünften Gang gut durch. Also wenn ich so ausrechne, im ersten Gang 50, und im zweiten Gang sind es dann 25 km mehr. Und im dritten Gang wieder 25 km mehr. Da ist der vierte Gang. So ungefähr 130. Der fünfte Gang. 160, 165 könnte er voll ausfahren, wenn er voll Gang ausfahren würde. 160, eigentlich ist er mit Fahrzeugschein 140. Heißt, dieses Drittel ist besser. Fährt sich super, top. Alles legal. Leider mit so einem scheiß Wetter. Ich habe das Kartenschuh dabei, das tut hier beim Refahren hier an der Hände weh. Und die Hose wird auch nass. Deswegen ist das Autobahn, als ich so schnell fahren, nicht gut gedacht.
Wenn eine Straße kann man langsamer fahren, das ist wurscht. Aber da muss man schnell fahren. Aber es ist keine Pflicht, als Autobahn 100, 200 km/h zu fahren. Deswegen sage ich ja, wegen dem Tempolimit, wo die meisten Sachen hier, die meisten wollten, ein Tempolimit von 130 km/h auf der Autobahn haben. Ist ja schön und gut. Aber wenn wir 130 km/h haben, dann kommen die Touristen her und diese aus dem Ausland, diese Promis, kommen extra her, bieten sich ein Porsche und fahren mal ein bisschen Gas zu geben auf der Bahn. Ja, wenn die frei ist, kann man sich auch fahren. Ist ja besser als auf der Bahn 250 zu fahren, als wie auf der Landstraße. Wie heute früher ein Blitzer gesagt hat, einer kennt ihr auch, der schnellste, der unterwegs hat, war einer mit einem 5er BMW, ein junger Mann, den sein Vater sein Auto genommen hat, der wahrscheinlich mit 250 km/h durch den Blitzer gefahren auf der Landstraße. Die Landstraße ist dafür gebaut. Dann soll er lieber auf der Autobahn fahren. Die sind gerade meistens und sicherer. Weil die Sachen, die meisten wollen, ein Tempolimit haben, ich 130 km/h oder 100 km/h. Das ist Schwachsinn. Es ist keiner gezwungen, schnell zu fahren auf der Autobahn. Es ist niemand gezwungen, dass du schnell fahren musst. Wir haben nur eine richtige Geschwindigkeit, 130. Und wenn die Straße gerade ist und es ist frei und da ist kein Tempolimit, was soll da scheiße passieren? Das soll doch schief laufen. Wenn mein Reifen platzt, ist gut. Der kann überall platzen. Dann liegt es aber ich sage, warum soll der einen Reifen platzen? Die Reifen. Fahrzeug habe ich selber neu gekauft, fahre ja nur bis 3 Jahre rum oder sowas, dann kommen wieder neue drauf. Man tut sie auch nicht quälen, sondern ganz schön behandeln, nicht auf den Bordsteinschlafen drauf bauen, also sonst sollen die dann kaputt gehen. Durch das Blatt. Das hat ein Fahrschullehrer gesagt, wenn du einen Reifen quälst, das merkt das nicht, dann kann deine Kurve plötzlich platzen und wenn man jetzt die Kurve hört, platzen. Also Autobahn ist sicherer, also Tempolimit, also Schwachsinn. Und wenn wir Tempolimit haben, dann tanken die Leute immer zu viel Sprit, dann fehlt das Geld an die Steuern. Da wird nämlich was anderes teuer. Das ist alles nämlich zu hacken. Und warum soll man noch Autos bauen, die so schnell sind, wenn man eh nicht so schnell fahren darf? Da kommt auch nicht immer so viel Tourismus hierher, die extra herkommen, wenn ich schnell fahren. Ja, ist schön. Wir sind das einzige Land, da kann man schön mal Gas geben, mal 160 fahren, ist doch wunderschön. Ist so schön wie Sex. Man kann ja nicht sagen, wir verbieten dann Sex. Warum bin ich den Umwelt zuliebe? Oder sonst was. Ich lasse einem einen. Also ich wahrscheinlich morgen. Also heute. Gestern, heute und morgen ist ja ein Opa-Alterheim in der Kist. Ein Treffen, Muppetreffen. Ich glaube, das wird dieses Jahr nicht so toll sein, wenn Regen ist. Was macht der da? Dann ist das Ding und morgen ist da die Oldtimer Rallye. Die ist eine zweite Station nach dem Start, ist hier mit Bericht bei Feuerwehr. Eine Prüfstand, das heißt, der aufgemacht muss. Und 9:30 Uhr dort, glaube ich. Von der ADAC Marienberg Klassik. Alle dabei sind, wünsche ich gute Fahrt, macht viel Spaß. Viel Spaß und alle anderen wünsche ich das Wochenende und ein Motortreffen. Na, ich werde gleich kommen, aber wenn es regnet, bringt es ja auch nichts, dann gibt es auch kein Motortreffen. Und morgen, wenn der Kumpel wirklich Zeit hat, wieder abspringen muss, wieder Arbeit, dann vielleicht nach Frankfurt. Und gehen zum Tower und sonst was. Ja. Jetzt muss ich langsam nach Würzburg fahren. Ich mal hier Gas geben. Thank you.
Ja, Leute, wie es hört, regnet. Und da ist eigentlich mein GoPro drauf, hier. So, das ist der Windschutz. Nass. Und da ist die Halterung. Damit halte ich das Ding fest. Damit kann ich die Kamera fest. Meine Regenjacke und Dortjacke ist auch schon alt. Nur von 2010. Auch nass. Dort nicht dies, ich war dicht. Ist nur Show eigentlich, weißt du. So, nass. Nass. Mein Nierengott, sehr wichtig. Der ist eigentlich nicht nass geworden. Der ist sehr wichtig, damit wir keine Nierenprobleme bekommen. Später irgendwann. Wird das ja auch nass geworden. Ja. Schuhe nass, scheiße. Sogar Strümpfe. Schuhe nass, Strümpfe nass. Naja, ah, das ist ja schon kaputt, ich schmeiß ja weg. Naja, die geht schnell kaputt. Plastik. Das ist wieder auch nass geworden. Scheiße, alles nass. Ziemlich nass geworden. So nass. Alles nass. Scheiße. Ist halt so mal durch den Regen. Kann man die auftrocknen? Jedenfalls habe ich schon mal einen Sitzler von hinten geleckt. Ja, wenn ich krank werden möchte, muss ich das Klamotten euch ausziehen. So, ich meine nicht komplett, aber wahrscheinlich kann man wieder raus. So. Ja, es ist. Also hat mir schon nochmal einen Schimmel gegessen, also. Die Hose ist, glaube ich, ist auch nass. So. So. Ja. Hose ist auch nass. Ja, ich sehe jetzt nur meinen Brust. Aus. Ich hab mich auch schon gesehen in Badehose. Das ist Badehose, kann man sagen. So. Jetzt habe ich unten eine Kamera. Und das gibt Kinder sagen. Das ist wieder verwirrt. Aber. Ja. So. Also nichts Besonderes. Hat man schon öfters einen Schimmer gesehen oder ein Ding mit Badehose, das ist was ähnliches. Ich hab auch so dann mit Badehose, also da muss man sich nichts schämen. Haben wir schon wieder gemacht mit Badehose, über Badehose, also Badehose. So. Aber so. Lass die Klamotten aus. Ich brauche immer einen Gürtel und eine Hose. Denn das ist wichtig. Die Hose muss schön bequem sein für meine sportlichen Action, was ich mache. Fortgehen, unterwegs sein. Da musst du schön bequem haben, die Hose. Also bequem sein. Und dann machst du einfach einen Gürtel dran. Da rutscht du nicht runter. Ja, ist alles eine Maske. So. So. So viel Schweiß weg. So eine Box ist schon auch nass geworden. Da kann ich alles mal hinhängen. So. Das reicht einfach wunderbar. Top-Bett-Schuhe auch. Drüber schmeißen weg, die sind kaputt. Kaputt gegangen. So. Alles muss trocknen in der Ausrüstung. Also, ja, ich brauche ein Gürtel. Quasi, was ich sagen möchte, im Regenfahren ist ein Quad wirklich nicht so toll.
Da muss man, weil ich habe keine Handschuhe dabei, so ziemlich wie eine berühmte kann man die Hände bewegen. Und das ganze Wasser spritzt der Nei. Voll der Nei. Kriegt Zucker bis dahin, dann wird es erstmal auch kalt. Also dann zwischen der Beine und sowas. Ja. Und dann schlecht, wird es halt kalt, weil das Wasser reinkommt, tropft. Ja. Habe jetzt nicht so richtig gedacht, dass es regnet. Und es ist schwierig und muss aufpassen, wenn Quad muss man langsam fahren, wenn Regen so stark regnet oder sowas, weil dann kommt zwar ein Rutschen kommen schnell. Wenn ein Hacker drüber leicht ist, kann eine Kurve schnell rutschen, also so kann er schnell rutschen. Deswegen fährt man im Quad dann ein bisschen vorsichtiger, wenn es regnet. In Kurven sowas. Aber so fährt es sich gut. Es ist, fährt sich ganz super. Ganz ordentlich, ganz perfekt. Und wie ihr seht, meine Haare sind jetzt geschnitten. Und ja, so schaut die Brille aus und so ohne Brille. Immer das Haar geschnitten. Ja, und der Quad. Wir sind auf die Autobahn draufgefahren diesmal. Erster Gang, zweiter Gang, erster Gang 150 km, 51, zweiter Gang 76. Dann haben wir den dritten Gang gemacht, 100, 304. Und dann vierten Gang. 120 und 21, ich denke mal, fährt er vielleicht auf den Gang 130. Ja, es ging ja bergauf und dann ein bisschen berg runter. Da haben wir am vierten Gang ein bisschen ausspielen können, aber nur ein bisschen. Ich denke, da gibt es 130. Der fünfte Gang war es einfach noch zu groß. Habe ich nein gemacht, aber dann geht es wieder runter. Der vierte Gang ist gerade passend. Der fünfte Gang, ja, kann man sagen, das ist wie ein Spargang. Oder da fehlt noch die andere Power, so ein Turbolader vielleicht dann noch kommt, so irgendwie beim ersten Gang, zweiten Gang und dritten Gang kommt er. Beim vierten Gang und drinnen, da gibt's es ja am fünften Gang gar nichts. Also beim vierten Gang, fünften Gang, da langt er ein. Vierter Gang, ja, aber ich fand gut, super, besser als wie vorher. Mir ist gleich guter Tipp. Also, so eine 10 Autobahnfahrt, war Testfahrt, okay, musste mich jetzt schon umziehen, sonst wäre ich krank werden. Ich habe nur was gesehen, was man halt, naja, Schwimmbad oder aussieht, also wie Badehose, also das ist natürlich die Badehose, also soll mich schämen. Mir schon gestern gesehen, habe wieder gemacht, wir im Schwimmbad waren, geschwommen sind und runter, also in dem Bereich ist ja, sind wir mal hintergegangen, da an der Seite, ne. Ja, ganz einfach. So haben wir uns schnell umgezogen und ein Wolf-T-Shirt aufgezogen, das da, ja. Einfach, das war super gefahren. Wahnsinn, geil. Eigentlich wäre ich weiter davon, aber dieses Wetter zu kalt. Ich weiß auch nicht, was mit dem Motor treffen wird. Ja, keine Ahnung. Das was wird, ich glaube, das ist schlecht. Nächste Woche wieder schönes Wetter am Donnerstag. Ja. Ja. So ist es. Ja. So, aber der Regen war echt fies und gemein. Das ist echt kalt. Muss mich schnell umziehen halt. Sonst wird man krank. Lungenentzündung. Ja. Ich will ja nächste Woche arbeiten, nicht krank sein. Dann habe ich schon umgezogen. Ach, kann man laufen, ich weiß egal, dann wäre ja nichts gesehen. Was man schon mal den gesehen hätte, Badehose. Ja. Nackt sollten wir sich nie in Internetzeichen oder Fernsehen, sonst was. Aber kann man bei X-Tension machen, da habe ich Leute sich egal. Mir ist es egal. Ich mache sowas nicht und. Ja, da habe ich schon auch nackt gesehen, warum? Ja, ich war in dieser Sauna drin, habe die Sauna getestet. Von Nowland Sauna war ich drin, ich war in Fit One Sauna drin, ich war in. Das Fit One ist so ein Fitnessclub, dann ist X-Mars, so wie heißt Fitnessclub, in der Nürnberger Straße oder Gattinger Straße war ich drin in der Sauna. Sport in der Sauna. Wo war ich noch drin? Ach, in Kist, in diese Römertherme. Ja. Und öfters in diese von Adamienbad in Frauenland in der Sauna.
Dampfsauerboot. Von da will man die Dampfsauerboot, weil er richtig Dampf hatte. Ansonsten von den Saunen gefällt mir am besten Naulände-Sauna. Die sind gut, groß. Nur das Sichtschutz außerhalb gefällt mir nicht. Wenn man da diesen Park rumlauft, muss man Handtuch nehmen, so kann man von außen die Leute sehen am Parkplatz. Aber den Nagandai ist das alles wurscht, die sagen, ja, aber okay. Oh, sonst ist ein Saunen eigentlich gut, also Preis aber teuer für Naulände-Sauna. Und dann darf man ja zur Naulände-Sauna auch zum Wasserweltner gehen, aber man muss halt extra bezahlen noch Wasserwelt. Aber Sauna ist meistens immer das teuerste. Aber gut. Ich fand da gut die Weinsauna, und dann gibt es auch eine Weinschrankung oder sowas. Boah, in der Weinsauna oder die goldene Waldduftsauna sind gut. Ja. Und das schöne warme Wasser in den Saunenbereich reingehen kannst. Und da was zum Trinken holen kannst oder sowas, ein Trinken, Bar. Einfach genial. Ist halt Nackerdei. Alles nackt. Aber was soll man sich schämen? Für was denn? Was man Bauch hat? Okay, ein Bauchtücher weg drin. Ich bin ja immer unterwegs. Warum bin ich unterwegs? Ja, weil ich nicht dick werden möchte. Ich bewege mich und dadurch kann ich Energie verbrennen. Und werde ich dicker, nur verlässt ich in der Erde. Es ist gut für meinen Körper. Kein. Ja. Jedenfalls wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Und so weiter. Euer Sust. König aller Zeiten. Over and out. Game over. Ende der Aufnahme. Quatsch. Jo. Ja. Jetzt hat es wieder aufzurechnen. Dann fängt es wieder an zu rechnen, hat es aufzurechnen. Ja, Leute, ich wollte eigentlich mal kurz mal vorbeigucken auf den Motortreffen in Altersheim oder Obersalzheim. Der Regen hat mich aufgehalten. Ich glaube, ich fahre später mit dem Auto rum. Ja. Denke ich auch, ist sicherer. Trockener. Und morgen, wenn der Kumpel Zeit hat, wirklich, gehe ich nach der Ultramarelle. Also, ich werde bei Ultramarelle morgen das filmen in Biberit. Also, vielleicht gehe ich zum Stadt hin und filme die bis zum Biberit sind und dann alle Biberit, das war's. Weil dann haben sie alle gesehen, wenn sie durchfahren. Und dann gehe ich ja später mit dem Kumpel noch fort, wenn das wirklich Zeit hat, nicht wieder. Ist, wenn nicht, dass die Arbeit wieder sagt, dann fährt er nach Frankfurt. Dann wollen wir in Frankfurt in den Tower gehen und von oben gucken alles und alles filmen und dann, keine Ahnung, jedenfalls noch Altherme in Frankfurt besuchen am Schluss. Und den Rest entscheidet er. Er kennt sich aus, hat er dort gewohnt. Ich bin nur Tourist. Ja, mit der Kamera. Mit der GoPro. Ja. Jo. Und eine Therme kann man wieder die Rutsche filmen. Also in Rutschenständen nur mal Rutschen filmen. Darf man nur uns so sehen. Und dann muss halt der Kumpel als vorausgehen, als Sichtschutz, wenn die keine andere Person draufsehen kann. Dann geht er wieder. Dann sieht er mich ja wieder in Badehose. In dieser Badehose hier. Siehst du, Badehose. Ich habe ja noch so eine gelbe. Aber die gelbe habe ich mir gekauft. Problem ist, man kann sie schon enger machen vorne, aber nur das Teil kann man enger machen, mein gelbe. Das Hinterteil nicht. Da muss man Gürtel rein und das rutscht hier runter. Nee, das mache ich nicht. Und die ist schon, glaube ich, 10 Jahre, ist noch von 2004, wie sie das erste Mal angehabt. Und dann war sie in den Schrank für, keine Ahnung, wie Jahre. Und passt noch. Und mir gefällt's. Passt. Perfekt. Kann man rutschen damit. Alles noch ein Abenteuer im Schwimmbad. Und da habe ich immer mein Lieblings. Den dabei, ja, du bist Handtuch. Da hat schon einer gedacht, in der hast du ein Handtuch dabei, lässt der bist ja nackt, aber kannst du ja so rumlaufen. Dann bist du ja so rumgelaufen, welche Therme? So? Ich meine, in der Naulandsauna, geh in der Weinsauna rein. Das ist so. Da haben die gesagt, schon gedacht, irgendwelche Männer, sowas, oder keine Ahnung, was. Ist das jetzt in der Mekanerstunde, das Englisch? Nur habe ich mit Johannes was also unterhalten. Da haben sie gesagt, so ein Glück ein Deutscher, also kann er Deutsch sprechen. Wir haben schon gedacht, Amerikaner oder sowas. Wie das Ding? Oder sagt einer Captain America. Ja, muss man so drin. Da habe ich extra gekauft, wo gesehen und gekauft. Ich habe einen Kicker sowas. Ja, weil es halt nackt in der Sauna, aber man kann sich so. Macht eher Handtuch, so kann man rumlaufen, da kann man so rumlaufen, ist egal. Handtuch brauchst du.
um dich auf die Bank zu legen, wegen der Gene. Kannst du dich dann so drauf auf die Bank, dann musst du das Ding drauflegen und dann die Füße drauf und dann Ding drauf, dann hin und so weiter, kannst du dich drauf legen, wegen der Gene. Das Saunen sind cool, kann man schon entspannen und ruhen, aber nicht lange für mich, weil ich brauche mehr Action. Bammen, Trunnen, ruhen und mal andere Saunen ausprobieren ist cool. Finde ich cool, weil dieser Duft, wie sie aufgebaut sind, finde ich geil, aber länger als 15 Minuten, nee. So warm mache ich es aber nicht. Ich mache es nicht zu warm und nicht zu kalt. Kann man sagen. Aber das Sportbecken ist wieder offen in Naulens. Sportbecken, da gehe ich rein. Hat mein Kumpel auch letztes Mal gesagt, hopp, ich gehe ins Sportbecken rein, erst duschen. Aber vorher ist Dusche, bin ich in Nauland, hab mir eine Currywurst und Pommes gekauft. Glaube ich, 7 Euro bezahlt. Musste mit dem Chip, muss einen dann nachbezahlen. Und dann kriegst du so ein komisches Gerät hin. Ich habe gedacht, ich soll das mit schaut aus wie einer von Daumen drauf. Nein, das ist so ein Ding, das bewegt sich, repariert, wenn das Essen fertig ist, aber so. Und das war gut geschmeckt. Und dann erstmal abgeduscht, halt mehr duschen. Wenn du ein paar Werte keinen Schweiß drauf hast. Dann habe ich gesagt, gehen wir ins draußen kalte Wasser. In das Sportbecken, 18, 22 Grad, dann sind wir schon erfrischend und geschwommen. Ist gerade so tief, ungefähr so. Und ich bin 2 Meter groß, so ungefähr. Ich kann da stehen. Und dann sind noch mal Kinder rausgegangen, haben auch rumgespielt und dann sind wir dann in das Schwimmbecken gegangen, sind wir eine Runde geschwommen, dann kam es wirklich warm vor, dann sind wir die Rutsche runtergerutscht. Zweimal, wenn ich unten ankomme, habe ich gesagt, Johannes, warte unten mal, bevor du hochgehst. Okay, hat er gewartet. Ich komme runter und komme voll Kanne. Eine Spritze rein. Das ist ja lustig. Feine Geschwindigkeit, ja. Okay, und dann sind wir rausgegangen in diesen warmes Ding. Das draußen ist warme und dann geduscht. Und dann. Pst. Jo. Huh. Ja, und bei Duschen sollte man sich ja immer nackt duschen. Ist ja gerne. Macht man ja auch. Mach ich auch. Aber ich mag es nicht, mit Handtuch danach, nur mit Handtuch so rauszulaufen zum Spinnen, das finde ich scheiße. Ich mache mal so, ich ziehe meine in eine Badehose, weil wenn die drauf sind, ist es voll kalt. Ich tue es immer nur und dann Dusche halten, mit warmem Wasser und dann anziehen und dann ab zum Unschkleine. Ja. Warum Badehose raus, sondern duschen, weil man sich besser in alles hier waschen kann dann. Hier. Badehose kannst du nicht da bereichen in einem Teambereich, da musst du alles waschen. Das sind eigentlich so, eigentlich badende Vorschriften. Ne? Aber das Wasser ist warm und genug Platz. Und ist besser als wie gar nichts. Stell dir vor, wir haben kein Schwimmbad hier, dann ist scheiße. Aber sobald das Wohnzimmer offen hat, gehe ich ins Wohnzimmer. Mach kein Feld. Soll ich aber nicht öffnen. Aber jetzt mach ich wirklich Schau. Vögel zwischen den Bändern aufgehört.
Fünf Freunde.